Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Ich habe heute seit Ewigkeiten mal wieder PS4 FIFA gezockt, also FIFA 17 auf der PS4. Und aufgrund unvorhergesehener Umstände haben wir die Dauer der dieswöchigen Foot Champions Weekend League verlängert. Die neue Endzeit findest du im Foot Champions Hub. Die Daily Knockout Turniere beginnen nach Abschluss der Aktuellen. Das ist ja geil, weil es ist nämlich jetzt schon Samstag ziemlich spät und ich habe mir schon gedacht, fuck, du musst nur so viele Spiele machen. Jetzt kann ich wahrscheinlich auch montags noch spielen, oder? Mal gucken. Ja, ich habe heute FIFA 17 gespielt, sogar FIFA 17 Ultimate Team auf einem Account von einem Freund. Der war hier, da haben wir bei ihm ein bisschen gespielt. Und es hat sich einfach so merkwürdig angefühlt, was, denke ich, vor allem am Controller lag. Der PS4-Controller ist einfach so viel beschissener als der Xbox 360-Controller. Es ist der Wahnsinn, wie viel besser sich der einfach nur anfühlt, wenn man ja vor allem es nicht gewohnt ist, den PS4-Controller noch irgendwie zu benutzen. Viel matschiger, gerade auch die Sticks und sowas fühlt sich viel matschiger an, aber auch die Tasten, wie ich finde. Also, ja, ich muss sagen, der Xbox-Controller ist auf jeden Fall geiler. Achso, ich wollte ja erstmal gucken, bis wann das noch geht. 2 Tage, 10 Stunden, das heißt, Montag, also jetzt ist Samstag, 10 Uhr. In einem Tag ist es Sonntag, 10 Uhr. Krass, also haben sie es wirklich um den kompletten Tag verlängert oder was? Also kann ich es bis Dienstagmorgen oder wie spielen? Das ist ja geil, also könnte ich rein theoretischerweise, also da muss ich mir heute gar keinen Stress machen. Ich spiele einfach heute so viele Spiele, wie ich Bock drauf habe. Und ja, das war's eigentlich schon mit meiner Aussage. Moment mal. Da muss ich mir jetzt aber nochmal was zu trinken holen, sehe ich gerade, weil das ist fast alle. Ach, fuck, das kann ich auch danach machen. Oder nee, ich mach's jetzt. Ich mach's jetzt und ich habe keinen Bock, die Aufnahme dafür abzubrechen, weil ich gerade schon gelabert habe. Also in 10 Sekunden bin ich wieder da. Bin wieder da. Das ist ja geil, dann brauche ich mir ja gar keinen Stress machen. Mal gucken, wie viel ich schaffe. Ich denke, so bis 15 Spiele werde ich es vielleicht zocken. Ah, das ist ja mega geil. So, schauen wir mal. Ja, Premier League Team muss weiter getestet werden. Hatten jetzt erst ein Spiel und spielen jetzt das zweite mit dem Premier League Team. Ich bin überaus gespannt darauf. Mal gucken. Das erste Spiel war halt komplett in der Müdigkeit gezockt. Und hat man auch einen starken Gegner, deswegen kann ich eigentlich noch nicht so viel sagen. Immerhin De Bruyne schon mal Vorlage und Benteke das Tor. Ja, und mehr gibt es wie gesagt noch nicht zu sagen. Mein Gedanke, dass ich vielleicht Touré irgendwie auswechseln muss und einen anderen dann nehme, der ist noch da. Aber der bekommt auch noch ein paar Spielechancen. So, der hat auch ein Premier League Team, aber natürlich ein deutlich schlechteres. Mal gucken. Es sind natürlich trotzdem gute Spieler dabei. Lukaku, der kann schießen, auch wenn ich mit ihm nicht klar gekommen bin. Dann Mkhitaryan als rechter Flügelspieler. Das wird bei uns nicht passieren, weil unser Mané wird er halt einfach für immer spielen. Also der einzige Grund, warum ich Mané da nicht mehr spiele, wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich einen Ronaldo in Foot Champions Monatsbelohnung ziehe und mir dann sage, okay, jetzt musst du dir halt ein Liga Santander Team aufbauen, dann würde ich Mané wahrscheinlich nur noch als Wechselspieler nehmen, weil meine Bundesliga-Mannschaft, ich kann einfach die Bundesliga-Mannschaft nicht auflösen. Also ich würde nicht jetzt BBV, Premier League und Santander, also ich würde jetzt nicht englische und spanische Liga spielen, nur weil ich zwei entsprechende Foot Champions-Karten habe. Das wäre es mir nicht wert, ich will einfach Bundesliga zocken. So, geht jetzt mal noch los oder? Hallo? Guck mal, hier oben. Vor allem. Hä? Warum geht's nicht los? Also erstens hört man, als wenn es über Karten gehen würde mit dem Mauszeiger. Und dann guckt mal hier oben, seht ihr das? Das ist wie ein Kreis, also wie das Auswahlzeichen, das man nimmt nach einer Ecke. Das hatte ich schon mal. Also beim letzten Mal war es dann glücklicherweise so, dass es irgendwann abgebrochen hat. Also, dass dann einfach da stand, Verbindung abgebrochen. Aber ich glaube, das passiert nur, wenn der Gegner auf rausgeht. Wenn ich jetzt also nicht den Luxus habe, dass der Gegner zuerst rausgeht und ich zuerst rausgehe. Ah, sehr schön.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das so ist, aber es könnte sein, dass es erst passiert, wenn einer von beiden rausgeht, dass dann diese Verbindung abgebrochen beim anderen steht. Und es könnte sein, dass der Gegner jetzt rausgegangen ist und dann eine Niederlage gewertet bekommen hat. Was da los war, keine Ahnung. Jetzt bekommen, warte mal, wir kommen jetzt wieder ein mega starkes Team, passt mal auf. Jetzt haben wir bestimmt wieder einen richtig, richtig krassen Gegner. War klar, war so klar. Wieder alles voll mit Informs, die Nicht-Inform-Spieler sind sehr stark. Und naja, dann können wir halt nicht gegen das schwächere Team spielen und spielen gegen das stärkere. Aber ist egal, wir kämpfen, wir konzentrieren uns, wir beißen. Bleiben dran. Wir haben ja auch das 2-0, obwohl wir der schlechtere Spieler waren, hatten wir auch beim 2-0 noch die Chance. Oh fuck. Hatten wir ja auch beim 2-0 noch die Chance zum 2-2. 2-0 sage ich schon, beim 2-1, dann hat man noch die Chance zum 2-2, so ist richtig. So viel angenehmer, direkt wieder hier zu steuern und zu spielen. Schwacher Schuss, da war das glaube ich ins lange Eck schlenzen, aber da war überhaupt nicht dafür ausgerichtet. Schade, der Laufpass war nicht optimal, also den hätte er noch besser spielen können. Schade. Aber schöner Pass von Mané. Und dann, ja, gerechtfertigte gelbe Karte, die haben wir komplett von hinten umgesäbelt. Das war eigentlich sogar eine rote Karte, aber egal. Also ein rotwürdiges Foul. So, jetzt weiß ich natürlich noch nicht so richtig, wer ist hier wer. Aber ich, gut, Benteke ist halt so kopfballstark, dass ich erstmal auf den flanken werde. Müsste noch eine Ecke geben. Smalling ist natürlich auch kopfballstark, aber da ist relativ weit hinten, da müsste die 17 sein. Sehr schön. Ist noch nicht so schön. Ich wollte auch woanders hinpassen. Das war gut gemacht von Smalling. Boah, boah, Freunde. Schön gemacht. Arnautovic mit Platz auch wieder. Leider Alu, aber auch wieder gut gespielt. Schöner Pass von De Bruyne. Schade, dass Benteke den nicht macht. Das war aber auch nicht die einfachste Abschlusssituation. Davon mal abgesehen. Aber wie gesagt, ja, wäre schön gewesen, wenn er den reinmacht. Ah, Mist, den hätte ich mir nicht vorlegen dürfen. Sehr gut für den Smalling. Okay, konzentrieren. Ich würde sagen, wir hatten schon die besseren Abschlusschancen. Wir müssen einfach nur dranbleiben. Und Bräune auch mit Gelb. Interessant, es wird halt auch, zu beobachten sein, wie ich mit meinen Außenverteidigern klarkomme, weil die halt selbst mit dem Chemistry-Style nicht die schnellsten natürlich sind. Schade. Hätte ich noch ein bisschen weiter nach links ziehen müssen beim Schuss. Sehr gut von Touré. Das hat leider zu lange gedauert. Ah, Kanté ist wieder da.
Boah, krass. Also wenn er da wirklich nur Ball gespielt hat, herzlichen Glückwunsch. Aber das sah auf jeden Fall ziemlich heftig aus. Das Spiel unterscheidet halt im Normalfall. Ich habe meiner Meinung nach zum De Bruyne gekriegt. Das Spiel unterscheidet halt im Normalfall nicht zwischen Ball gespielt, aber komplett umgeruppt und umgerissen und Ball gespielt und den Gegner halt nicht trotzdem noch mega verletzt. Weil eigentlich ist ja so, wenn man zwar den Ball spielt, aber so richtig, richtig krass den Ballführer oder gegnerischen Spieler halt noch mit dabei umreißt, das ist halt dann trotzdem ein Foul. Also du kannst halt nicht, nur weil du den Ball spielst, alles machen. Und das ist halt hier überhaupt nicht im Spiel integriert, meiner Meinung nach. Was aber wahrscheinlich auch gut ist, weil in den meisten Situationen ist halt einfach das auch kein Foul, wenn man den Ball zuerst spielt. Und da wäre es halt ziemlich unvorteilhaft, wenn es dann immer als Foul gewertet werden würde. Lässt über Aufen dann doch einiges durch, habe ich das Gefühl. Der Pass sollte halt ein Direktpass werden. Was ist denn? Aber das war doch auch Ball gespielt, oder? Naja, was soll's. Ah, okay, er spielt zuerst den Gegner an den Ball. Also nach Chancen ist es auf jeden Fall verdient, dass der Gegner das Ding verschießt, weil wir hatten ja auch schon Alu-Treffer, aber naja, den muss er natürlich machen, wenn er den nicht macht. Aber so eine Chance hatte ich auch nicht, ne? Also so eine Chance hatte ich auch nicht. Meine Chance war schwieriger, aber trotzdem habe ich jetzt Alu geschossen. Das war natürlich eine deutlich einfachere Chance und er macht die zum Glück nicht. Wäre auch vom Spielverlauf her jetzt nicht gerechtfertigt. Ich denke schon, dass ich bisher der bessere Spieler bin. Sollte ein normaler Pass werden, er macht halt leider wieder einen Laufpass draus. Okay, ruhig bleiben, bissig bleiben, dranbleiben. Wenn wir so weiterspielen, dann gehen wir ja auch in Führung und gewinnen das Spiel. Punkt. Schade, dass Benteke halt dieses eine Ding da nicht macht, aber wie gesagt, ich würde sagen, wir haben schon Vorteile. Und spielen besser als der Gegner. Bei Mané merkt man echt, dass er sich ziemlich gut außen durchsetzt, aber auch Arnautovic macht ein gutes Spiel. De Bruyne ist bisher noch nicht so auffällig, wie es eigentlich von einem 88er erwarten würde, wenn ich ehrlich bin. Leider gut abgefangen von Nainggolan. Sehr schön von Kanté. Auch das Ding hätte man mal machen können. Weiß ich nicht. Also klar kann ich jetzt wieder anfangen und sagen, habe ich zu sehr in die Ecke gezielt, aber ich erwarte halt trotzdem, dass so ein Ding dann reingeht. Okay, den Kleider raus. Interessant. Fuck, also wir hatten jetzt schon wieder gute Chancen und haben sie halt alle nicht gemacht. Das ist echt ärgerlich. Sehr gut von Arnautovic, da hat er doch eigentlich den Ball. Nice. Fuck. Hätte ich nur schon eher reingespielt.
Ganz in Ruhe, es ist nichts passiert. Er hat seine Riesenchance nicht genutzt. So eine Chance hatte ich, wie gesagt, leider noch nicht. Ganz schwacher Pass von mir. Das war mein Fehler. Wenn wir jetzt ein Tor fressen, ist es leider meine Schuld. Aber er macht halt immer wieder den gleichen Fehler, also den gleichen einfachen Trick. Ey, fuck! Geht mir gerade auf den Sack, dass immer dieser knappe Pass da nicht kommt. Abseits. Sag ich doch. Mann, ich werde das mal wechseln. Mané ist auch mit Gelb. Wär unangenehm, wenn der dann fehlt. Wobei, im nächsten Spiel müssen wir eh Bundesliga spielen. Mann, ey, wir hatten echt gute Chancen im Spiel. Hätten wir die nochmal gemacht. Aber vielleicht bringen jetzt die Auswechselspieler ein bisschen neue Luft rein. Oh, ey, was macht denn der? Warum läuft denn der weg? Sehr schön, gute Position für den Freistoß. So, jetzt ruhig bleiben. Das Ding schön ablegen. Haben wir einen starken Linksfuß? Baines, ja, rein theoretischerweise, aber er zieht es weiter nach links. Naja, dann lasse ich es so und versuche es einfach so. Fuck, da kommt kein Spieler zum Ablegen. Toll. Jetzt. Oh, nice. Schön abgelegt und richtig geiler Distanztreffer von De Bruyne. Der hat sich auch gut angefühlt. Perfekt. Nice. Ja, sowas erwarte ich von dem 88er ZOM. Logisch. Genau sowas. Jetzt hier weiter gut verteidigen, bis ich bleibe, jetzt dranbleiben, jetzt halt die Spannung hochhalten, das ist jetzt ganz wichtig. Es ist halt nicht mehr lang gespielt, aber es ist halt logischerweise immer noch für einen Gegner möglich, jetzt auszugleichen. Und das ist genau das, wo ich glaube ich in der letzten Weekend League dann einfach teilweise ein bisschen nachlässig geworden bin. Das so wollte ich nicht passen. Sehr gut von Ribéry. Keine wirkliche Power mehr, wir probieren es mal. Oh, erstmal ein krasser Schuss auf jeden Fall, aber da muss er halt, also da muss ich, nicht er, da muss ich einfach noch Benteke weiterleiten und das Ding ist halt drin, ne? Also das war auf jeden Fall mein Fehler. Aber da wollte ich dann irgendwie unbedingt mit den Bräunen abschließen, das darf mir natürlich nicht passieren, also sowas muss ich besser ausspielen. Schade. Oh, jetzt nochmal gute Angriffe, aber da muss ich halt auch einfach jetzt den Deckel drauf machen in solchen Situationen. Das 2-0 machen und dann ist das Ding nämlich hier durch. Jetzt lasse ich es spannend, jetzt lasse ich die Möglichkeit für den Gegner nochmal ranzukommen und das wollen wir natürlich nicht.
Zweimal Alu im Spiel schon. Ach, schade, hätte Touré fast ein Tor gemacht. Weit genug. Das ist ein Foul. Und es klappt auch noch. Wie geil ist das denn? Oh, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte halt, okay, der Torhüter ist draußen. Es wird halt deutlich einfacher, mal ein Kopfballtor zu machen. Und De Bruyne macht den Doppelpack. Sehr geil. Und dann auch noch per Kopf. Er ist nicht der allerkleinste, aber auch nicht der größte. Ich glaube 1,81 oder so. Nice. Weiß ich jetzt gar nicht, wer die Vorlage gemacht hat, also diese schöne Flanke. War das sogar Ribéry? Kann das sein? Mal gucken. Dann bräuchte ich natürlich Man of the Match. Zwei Tore, Vorlagen. Ja, es war Ribéry. Ich glaube, die erste Vorlage war Touré und ist, ja, ich glaube, erste Vorlage müsste Touré gewesen sein. Und zweite dann Ribéry. Nice! 2-0 gewonnen, hatte ich auch ganz gut angefühlt. Ich hatte ja auch gute Chancen, zweimal Alu, also es war ja eigentlich nicht schlecht gespielt mit der Mannschaft. Touré hat sich auch in dem Spiel deutlich besser angefühlt. Aber ja, es hat noch nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Benteke hatte auch gute Chancen, macht sie leider nicht. Aber naja, ich erwarte jetzt nicht, dass sie direkt in der ersten... Ich muss mich auch ein bisschen einspielen, ne? Die sind ein bisschen andere Spielertypen und so. Da muss man erstmal gucken, was geht. Von daher mache ich denen da jetzt keine Vorwürfe. Wenn das nicht direkt am Anfang zu 100% funktioniert. So, nächstes Spiel wieder. Oh nee, bitte nicht. Hast du noch, bitte? Okay, sorry, dass ich keinen Bock habe, wenn ich schwarz habe, mit schwarzen Hosen zu spielen, also gegen schwarze Hosen zu spielen. Der Freund, bei dem ich, also bei auf dem dessen Account ich gespielt habe, wir haben uns immer abgewechselt, der hatte zum Beispiel die erste Info von Lewandowski im Sturm. Der hat nur zwei Bundesliga-Teams, finde ich halt dumm, weil man da einfach verschwendet, meiner Meinung nach, wenn man... Wenn man halt zweimal die gleiche Liga spielt und es nicht gerade die Premier League ist, ich denke, Premier League ist die Liga, wo man wirklich die meiste Auswahl hat und so halt wirklich zwei relativ gleichwertig gute Teams bauen kann. Wenn man da halt in einer Liga wie die Bundesliga, dass da zwei Teams spielt, dann hat man, glaube ich, einfach das Problem, dass man sie nicht auf allen Positionen doppelt gut, genauso gut besetzen kann. Also man hat halt zum Beispiel bei der Rechtsverteidigung hat man meiner Meinung nach nur Piszczek, weil Lahm ist einfach zu langsam. Und der muss aber halt logischerweise mit einem Lahm spielen. Okay, er hat einen geliehenen Suarez und das auch noch ohne irgendwelche Chemie. 84er Otamendi als Innenverteidiger, da gibt es mittlerweile einen 85er, der hat ein Winter-Upgrade. Auch interessant, also ein merkwürdiges Team, ganz merkwürdig mit dem Stürmer da. Aber natürlich ist der auch ohne Chemie mega gefährlich, dieser Suarez. An den kann er wahrscheinlich nur drei Spiele oder so spielen, deswegen auch interessant, dass er den jetzt hier drin hat und nicht bei seinen letzten Spielen, weil ich glaube nicht, dass er jetzt schon am Samstag die letzten Spiele hat. Also es könnte natürlich sein, aber ich glaub's nicht. Rennt auch ziemlich aggro drauf. Würde mich nicht wundern, wenn das wieder ein Spiel ist, was dann einfach abbricht. Ehrlich gesagt. Hoffen wir mal, dass ich vorher ein Tor schieße. Schade. Doppelt schade. Oh, schwacher Pass. Ja, das war ein Fehler von mir. Ich hätte nicht vom Gegner so weggehen dürfen. Also da habe ich ihm natürlich viel zu viel Platz gelassen. War das sogar Suarez? Sah nicht so richtig stark aus, der Schuss. Weiß ich nicht, ob es mit seiner Chemie zusammenhängt. So, rausklären. Hier wird nicht bekloppt rausgespielt.
Geil, wie wir den Ball eigentlich schon hatten. Ruhig bleiben, komm. Komm, jetzt ruhig bleiben und Stärken ausspielen. Der Gegner ist nicht so stark. Rennt viel zu aggro auf den Ballführer drauf. Hier macht dadurch Lücken in der Abwehr. Dranbleiben. Naja, wenigstens die Ecke. Ich habe gehofft, dass ich ihn vielleicht austribbeln kann. So, Müller, hier steht Sokrates und da hinten Hummels. Ich probiere es mal wieder in die Mitte rein. In Hoffnung, dass Sokrates rankommt. Ah. Hätte ich vielleicht einen Tick mehr Ballkontrolle gebraucht. Wollte ich natürlich auf den Bele spielen. Also das war natürlich lucky, wie wir da an den Ball gekommen sind. So, Vidal, Sokrates. Diesmal sind sie nicht so geil positioniert, finde ich. Ein bisschen anders. Ich gehe jetzt mal auf die kurze. Schade, wieder Mali, der zum Schuss kommt. Aber es sind natürlich auch schwierige Schüsse. Also da mache ich jetzt hier niemanden einen Vorwurf. Oh, das hat er sehr gut getribbelt. Darf mir nicht passieren, muss ich direkt weiterpassen. Oh, es ist abseits, was? Mist. Ich will versuchen, ein bisschen mehr durch die Mitte zu spielen, weil ich jetzt gerade echt übertreibe über außen wieder, aber er bietet mir halt einfach so viel über außen an, das ist gerade das Problem. Also das heißt Problem, das ist, ja, es ist halt einfach so gerade. Ich kann gerade nicht die Fehler des Gegners ausnutzen. Das regt mich immer auf. Aber ich bin halt einfach kein klassischer Konterspieler. Ich krieg das einfach nicht hin, geil zu kontern. Wahrscheinlich ist auch, wie gesagt, die Formation dafür nicht so geeignet. Und ich bin nicht gut genug, um in die. Ich bin nicht gut genug im in die Mitte ziehen. Falsche Neun, Shaqiri, Sterling. Es ist auch kein besonderes Team, abgesehen halt von dem Suarez. Und der hat halt keine Verbindung. Das ist schon merkwürdig. Keine Ahnung, ob es vielleicht irgendwas umgestellt hat. Ja, ich bin halt nicht so gut im in die Mitte ziehen, das ist halt das Problem. Ich kann einfach meistens mit den Formationen, die halt klassische Konterformationen sind, nicht so gut spielen. Was macht er denn? Bin halt mehr so der Kombinatorische. Wenn dann halt mal über außen ziehen, aber wie gesagt, dann ist es für mich auch immer relativ schwer in die Mitte zu kommen. Es sei denn, ich habe Mané und drehe komplett durch am Ende des Spiels, nachdem er eingewechselt wurde. So, konzentrieren, es steht nur 0, ist noch nichts passiert. Ich würde sagen, ich habe hier leichte Vorteile. Schade. Ich habe halt gedacht, er spielt ihn schön innen durch, das hat er aber halt überhaupt gar nicht gemacht. Wieder abgefangen. Okay, ich muss ruhig bleiben. Er darf nicht mit seiner Aggro-Spielweise die Bälle gewinnen. Das ist einfach nur wichtig. Das meine ich halt. Dieses aggressive, ich renne einfach mal drauf und dann kriegt er halt wirklich den Ball. Das nervt. So, jetzt müssen wir das mal ausspielen hier. Oder halt einfach an den Torhüter rein.
Auch kein Tee. Das ist auch wieder so dumm von mir. Warum ist denn Dembele nicht durchgelaufen? Mann, da war komplett frei. Kein Foul, interessant. Aber egal, ich muss ruhig bleiben. Es ist scheißegal, wie es läuft. Also nicht, wie es läuft, sondern wie es gelaufen ist. Ich muss einfach besser spielen. Und wie gesagt, ruhig bleiben. Ich verteidige doch gut. Der Gegner kommt nicht durch. Er kommt nicht zu Schüssen. Positiv sehen. Aber er schafft es halt immer mal wieder. Mit seiner blöden Aggro-Spielweise, die ich halt für ziemlich schlecht empfinde, durchzukommen. Weil halt dann auch wieder teilweise. Muss ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Ich überlege sogar, ob ich aufs 4-3-2-1 wechsle. Das sollte eigentlich besser geeignet sein fürs Kontern. Und gucken, wie die Statistik aussieht. Einfach ruhig bleiben, ruhig bleiben. Ja, wobei, wir lassen halt nach hinten nichts zu, wir machen nach vorne unsere Arbeit. Ich denke, ihr fehlt einfach nur der letzte Pass. Und wie gesagt, wir lassen vor allem nach hinten nichts zu. Ich habe gelernt, das ist super wichtig. Deswegen, ich lasse es erstmal so. Da mich einfach nicht so sehr auf den Gegner einstellen. Ich muss einfach mehr meinen eigenen Stiefel durchziehen. Oh, und der Pass kommt wieder nicht. Fuck you, ey, das geht nur so aufs Schwein. Mann, ey, dass ich jedes Mal wieder hängen bleiben muss. Gegner verteidigt teilweise so schlecht und schafft es immer wieder, irgendwie ranzukommen. Und dann noch so eine simple Scheiße, die ich eigentlich abdecken will, schafft es in Führung zu gehen. Mann. Jetzt konzentrieren, dranbleiben, nicht aufregen, nicht aufregen. Hier steht das 1-0. Gegner spielt nicht gut, wir nutzen das aus. Wir schießen den Ausgleich. Einfach ruhig bleiben.
So, ich wechsle mal. Das ärgert mich echt, dieses 1-0 ohne Scheiß. Aber ich muss einfach ruhig bleiben. Wir haben noch genügend Zeit. Ja, ich dachte, dass das anders kommt, der Pass. Aber egal, wir sind mal wieder durchgekommen. Das ist doch schon mal schön. Was ist denn hier unten los? Oh, ich spiele auf dem 4-2-3-1. Alles in Form. Macht Sinn. Glück haben wir Fährmann, ey. Ich spiele zwar offensiv, aber es ist mir neu, dass alle vorn dran sind. Also wir sind ja nicht im 4-3-2-1. Nice. Ach so, ich war schon auf sehr offensiv und da macht es natürlich Sinn. Oh, wir werden halt wieder verlieren. Ich hab's wieder im Gefühl, ey. Das ist so zum Kotzen. Wieder so ein scheiß Drecksspiel, wo ich halt verliere und der Meinung bin, es war einfach nicht notwendig. Warum? Ich meine, ist noch nicht vorbei, aber ich merke das einfach. Wieder gegen so einen aggressiven, der einfach nicht spielen kann. Und so viel Glück halt auch teilweise hat hier schon wieder. Es ist. Nervt halt einfach nur. Oh, da gibt's auch noch Gelb-Rot. Ey, das war nur echt nicht. Oh, egal. In so einer scheiß Dreckskombination. Nicht aus dem Spiel raus. Ja, yep, so war der Plan. Danke. Natürlich. Und wieder gelackt. Es ist zum Kotzen. Fuck, fuck, fuck! Das letzte Spiel, was ich verloren habe, das war wenigstens gerechtfertigt, da war wenigstens der schlechtere Spieler. Aber wieder gegen so einen Scheißgegner zu verlieren, es ist so zum Kotzen. Meine Fresse, ey. Sinnlos. Einfach nicht notwendig. Nur weil so eine Scheißkombination von ihm klappt. So ein Dreck, so ein Scheißdreck. Dieser unverdiente Kack wieder mit seinem beschissenen Leihspieler, der überhaupt keinen Sinn macht in dem Team. Das kotzt mich so an, ey. Ah, ich hab echt so gedacht, okay, das einzige Spiel, was du bisher verloren hattest, das war wenigstens gerechtfertigt. Jetzt habe ich halt schon wieder so zeitig erstens zwei Niederlagen, was dumm ist, und zweitens aber halt auch einfach eine Niederlage gegen einen Spieler, wo es einfach so sinnlos ist. So eine schwachsinnige, scheiß, sinnlose Niederlage. Klarer, schlechtere Spieler, reißt überhaupt nichts in der ersten Hälfte, schießt einmal aufs Tor und dann macht er ja auch kein Tor im Endeffekt aus dem Spiel heraus, sondern er schießt halt wieder irgendeine dumme Variante, die normalerweise nicht funktioniert. Und die klappt natürlich in dem Fall. Nice.
Jetzt können wir auch nicht mit Vidal spielen. Ich wollte auch überhaupt nicht dumm rumfaulen mit ihm und eine gelb-rote Karte bekommen. Meiner Meinung nach war es halt einfach eine gute Situation für ein. Also es war keine Frustgrätsche, das war einfach nur eine Grätsche, wo ich dachte, da kann er gut den Ball arbeiten und ich darauf geachtet habe, dass er schon gelb hat. Mann, 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 ey. Müssen wir also nochmal ein Spiel machen mit der. Moment mal, ist Kanté etwa nicht mit drinne in der anderen Mannschaft? Da kann man nicht jetzt erst 89 haben, da fehlt doch irgendwas. Ach, der Torhüter ist mit drin. Fuck. Naja, was soll's, bis zum nächsten Mal, tschüss.